Wenn mal wieder gar nichts geht, ist das so ein Spot, der immer geht. Also, ab hier an der, da haut schon einer ab, an der Tunguska auf Pose, da geht immer was. Zack, sogar noch einen Saibling hier reingegangen. Auch nicht schlecht. Ja, wenn man Stunde um Stunde im Game Spot sucht, Sachen ausprobiert und probiert und versucht. Und das mache ich täglich. Und dann kommt auch häufiger mal der Frust auf, dass man sich denkt, boah geil, Alten. Für 5 Minuten läuft's, für 10 Minuten läuft's und auf einmal hört es wieder auf. Das ist halt auch nichts. Und so ein Spot hier, der läuft einfach immer. Da gehst du hin und du weißt, jo, alles klar, läuft. Deswegen gibt's auch zu diesem Spot hier bestimmt schon 5 Videos. Ist halt so. Wenn man mal wieder irgendeine Stelle braucht, wo was lübt, naja, dann geht man einfach hier hin. 100% safe. Das hier ist das Teil. Einfach immer Action. Guck mal, sofort hier vorne mit verschiedensten Ködern. Das ist halt das Allergeilste. Verschiedenste Köder bringen verschiedenste Fische. Ich habe heute im Test die Steinfliegenlarve und zack. Und ein Tauwurm in Kombination. Und das fing anfangs an hier mit der kleinen sibirischen. Na, nicht mehr gehakt. Schnell wieder aufmachen. Kleine sibirische Maräne war so am Anfang. Da habe ich gedacht, naja, gehe ich mal so schön auf Masse. Kleine sibirische Maräne. Warum auch nicht? Und auf einmal kommen die Pelletmaränen dazu. Zack, nehme ich natürlich auch gerne. Zack, zack, Doppelbiss. Sehr schön. Also, hier geht einiges. Zack, nächste Pellet über 1 Kilo. Und ich habe hier 2 verschiedene Tiefen. 1,20 Meter und 1,50 Meter eingestellt. Lasse ich einfach so, passt schon. Da passe ich auch gar nichts gerade an. Beide funktionieren. Wie gesagt, 1,20 Meter, 1,50 Meter. Easy. Zu den Routen. Sensationell. Ich würde sagen, das hier ist die beste Matchroute im Game. Rebellion Match 420H. Sensationell. Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis. Also Top-Preis mit ungefähr 5.000, 6.000 Silber. Ist jetzt nicht billig. Aber man will ja auch beim Matchangeln dann irgendwann was Vernünftiges haben. Und das Teil hat sogar Plus-Werte. Plus 5, das ist super wichtig fürs Posenangeln. Plus nochmal auf die Match-Montage. Die verwenden wir hier gerade, Match-Montage. Ich bin hier gerade nur mit 7,8 Kilo Fluorocarbon komplett ohne Vorfach. Brauche ich nicht das Vorfach, weil die Schnur ist ja quasi schon das Vorfach. 12er Haken hier, Tauwurm und Steinfliegenlarve. Und gib ihm. Ab geht es. Gar nicht so lange treiben lassen. Wir wollen hier schön ein bisschen Action und Frequenz. Also, sobald die jetzt hier raus sind und die gelbe da hinten so weit, muss die gar nicht wegtreiben. Da soll am besten vorher schon ein Biss kommen. Wenn da kein Biss kommt, Tiefe ändern, Köder ändern und rumprobieren. Jetzt gucken wir mal gerade rein. 22 Minuten jetzt hier am Spot. 22 Minuten, 160 Silber. Ist soweit okay. Frequenz ist da. Wenn jetzt noch ein paar seltene Brocken hier reingehen, alles super. Jetzt kann man natürlich noch weiter reingehen und optimieren. Zum einen, wie gesagt, die verschiedenen Köder. Zum anderen könnte ich hier nochmal reingehen mit der Tiefe natürlich nochmal ein bisschen rumspielen. Und was natürlich auch noch wichtig ist, die Hakengröße kann ich anpassen. Ich bin ziemlich klein jetzt hier unterwegs. Deswegen auch so viele von den kleinen sibirischen Maränen. Aber ich bin eigentlich mit dem 12er ganz zufrieden. Theoretisch, was eben gut noch funktionieren würde, zack, wir nehmen hier einfach einen 6er Haken. 6er Haken passt auch immer wieder gut. Nehmen wir einfach mal den hier. Zack, Steinfliege drauf, Tauwurm drauf. Wir können natürlich auch billiger reingehen. So, den haben wir draußen. Den haben wir nicht mehr mitgekriegt. Dann gehen wir hier auch nochmal rein. Hier ist sogar ein 7er Haken drauf. Na guck. Nehmen wir aber auch einfach mal hier den 6er und hier können wir jetzt nochmal variieren. Also klassische Köder-Kombis, natürlich die Steinfliege, die Eintagsfliege, die Köcherfliege. Köcherfliege ein bisschen aufpassen, da geht gern die große Bodenränke mit drauf. Und die werden dann halt 8-9 Kilo schwer und die geben dann richtig gut Gas. Mistwurm, Regenwurm immer in der Kombination immer gerne. Wenn ihr die Köder-Kombination noch nicht kennt oder könnt, dann einfach eins von dem. Steinfliege geht immer ganz gut.
Tauwurm-Solo. Und ja, sobald man eben kombinieren kann, dann auch machen. Sobald man im Bereich der Fliegen geht, kommen auch gerne mal irgendwelche Forellen oder von den Eschen irgendwelche rein. Also das funktioniert auch immer mal wieder, wenn man hier auf Fliege steht. Und wenn man klein reingeht, hier vielleicht mit einem 18er Haken oder noch kleiner und mit Fliege, dann hat man hier auch gerne mal den Tugun. Also, wie gesagt, eine Stelle, die immer sensationell funktioniert. Und wenn man, wie gesagt, mal so ein bisschen gefrustet ist und einfach mal wieder auf Frequenz was haben will, wo ein bisschen was abgeht, wo man ein paar tolle Brocken ziehen kann, dann einfach an die Tunguska gehen hier. An den Anleger, zack, und dann ballern sie rein. Dann hat man wieder ein bisschen Spaß beim Angeln, dann lübt das Ganze auch wieder. Und dann kann man hier mal schön auch tatsächlich ein bisschen Cash machen oder vielleicht noch fehlende Trophies fangen. Habe ich hier einen Clip drin? Tatsache, verdammt nochmal. Raus mit dem Clip, wobei 15 Meter ist jetzt, glaube ich, der Clip. Genau, den brauchen wir gar nicht. Andererseits, mehr als 15 Meter will ich es gar nicht wegtreiben lassen. Ja, so viel dazu. Soll ich noch mal ein bisschen durchziehen? Jetzt haben wir 25 Minuten. Ich könnte jetzt noch 5 Minuten weiter durchziehen, aber ich würde sagen, wir machen mal jetzt einfach grob eine halbe Stunde. Sortiert nach Preisen. Wir sehen hier, die Pelletmaren lohnen sich, arktische Maren. Das lohnt sich auch immer mal wieder. Und ja, Pellet, 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 Pellet. Und dann kommen irgendwann hier die kleinen sibirischen. Die sind auch gerne mal oder häufiger mal auch in den Kaffeeaufträgen drin. 173 Silber jetzt hier, ganz auf entspannt. Ja, und dann, wie gesagt, schön hier auch im Minutentakt ballern sie rein. So soll das auch sein. Hoppala. 3 Routen sind mir schon zu stressig. 2 Routen reichen mir hier. Mal so eine halbe Stunde mit 3 Routen, das ist okay. Und dann reicht es aber auch. Kann man mal machen. Wenn man mal richtig ein bisschen Cash braucht, mal eben schnell. Ich sag mal so auf 600 mit 3 Routen kommt man schon. 600 Silber kann man schon mal schaffen. Zack, hier ist die nächste. Aber dann ist man hier auch am Ziehen und am Rausprügeln, was das Zeug hält. Und jo, dann reicht es auch irgendwann. Ja, so viel dazu. Das ist, glaube ich, der Spot. Haben wir das schon gezeigt auf der Map? Hoppala, da ist schon wieder einer dran. Zack, nehmen wir natürlich auch noch mit. Nochmal die Pellet. Pellet übrigens auch immer gerne mit Regenwürmern und sowas. Also wenn man gezielt Pellet, lohnt sich ja kohlemäßig. Gezielt auf die Pellet. Dann machen wir hier vielleicht mal einen Mistwurm. Einmal Regenwurm, einmal Mistwurm. Und dann gebe ihm weiter auf Pellet. Also, na klar, hier am Anleger. Ich glaube, man muss es nicht großartig zeigen auf der Map. Man startet ja quasi hier an genau dieser Stelle. Und dementsprechend dann einfach raus damit. Hier machen wir Mistwurm drauf. Zack. Und dann gehen wir hier hoffentlich jetzt gezielt auf die Pellets weiter ein. Ja, noch hier, noch weiter sibirische. Zack, hier Mistwurm, der nächste. Jawohl. Und so weiter. Zack, da kommt sogar noch die Bodenränke. Ja, nehmen wir auch gerne mit. Ja, so viel dazu, so viel zu dem Spot. Ich glaube, wie gesagt, man muss nicht viel dazu sagen. Einfach rausziehen und um einfach mal den Frust ein bisschen loszuwerden, wenn mal nichts läuft, einfach an so einen Speedspot gehen für den Spaß. Es muss auch mal wieder Spaß ran. Einfach mal ein paar Brocken rausziehen. Zack. Und dann sich denken, ja, geht doch, ist doch nicht alles tot. Aber man muss halt Level 30 sein, ne? Deswegen schön Gas geben, fleißig rausziehen die Brocken. Und ja, es gibt auch sowas im Low-Level-Bereich. Solche Spots, zum Beispiel Bärensee, geht eigentlich auch immer. Bärensee, wenn noch nicht reingeguckt, es gibt genug Spots auf der Playlist zum Bärensee. Da auch einfach mal reingucken. Bärensee ist auch immer 100% safe, dass man da was fängt. So, jetzt aber genug. Zack, zieht raus die Brocken. Petri, ihr Lümmels, ich mache jetzt hier noch ein bisschen weiter. Ein paar Minuten kann ich noch. Übrigens nur am Tag. In der Nacht ist hier Flaute. Zieht raus die Brocken. Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch und gleichzeitig auf YouTube. Montags, Mittwochs und Freitags immer ab 19 Uhr. Petri.